Ich bin Moritz Adam, ich betreibe Kanu Rennsport und ich bin Nachwuchssportler des Monats November. Moritz Adam, immer volle Kraft voraus, Kanu Rennsport, das ist seine Leidenschaft. Kanu ist halt eine schöne Mischung auch aus Kraft und Ausdauer. Zudem braucht man auch die technischen Fähigkeiten und ich denke mal, wenn man da von jedem was mitbringt, dann wird das klappen. Moritz Adam bringt davon sehr viel mit, das zeigen seine Erfolge. Er wurde in diesem Jahr dreifacher deutscher Jugendmeister. Im letzten Jahr belegte er Platz 7 bei der Weltmeisterschaft. Die Faszination ist einfach, dass man sich eigentlich jede Woche, jeden Monat weiterentwickelt und dass man einfach den Fortschritt auch an sich selbst merkt. Doch Fortschritt erfordert Übung, konkret 3 Stunden Training pro Tag. Im Jahr kommen mehr als 2000 Kilometer auf dem Wasser zusammen. Es ist auch immer wieder ein Kampf mit sich selbst. Ja, das ist schon oft, dass man auch da an seine Grenzen kommt. Sicherlich hat man auch mal Spaß, aber im Endeffekt ist man jetzt auf einem Level, wo schon noch die Leistung überwiegt über dem Spaß. Aber dessen ist man sich auch bewusst. Von nichts kommt halt nichts. Das große Ziel von Moritz Adam sind die Olympischen Spiele. Moritz kann den Sprung schaffen, die Voraussetzungen hat er dafür, aber es ist natürlich auch ein ganzes Stück Arbeit noch. Moritz Adam hat alles fest im Griff. Alles Weitere erfahren wir in der Schnellfragerunde. 500 Meter. Ja, Moppi. Baggerfahrer. Bankdrücken. Vor großen Spinnen. 2024. Moritz Adam mit jetzt 18 Jahren geht es nun endlich richtig los. In diesem Sinne immer volle Kraft voraus. Wird jetzt euer Nachwuchssportler des Monats Dezember. Bis zum 30. November könnt ihr dafür noch abstimmen.